Herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Laus. Ich bin hier, weil diese Welt etwas braucht, was ihr Freude macht und sie zum Teilen anspornt. Also ich bin hier, weil prominente Freunde von mir hier heute ein Fest veranstalten. Ja, sie veranstalten es vielleicht nicht zusammen, aber alle treten sie auf in ihren Wohnungen. Für Kinder, Kranke, Arme, Geflüchtete und die, die Hilfe brauchen. Ein Prachtbaum! Er wächst und wächst bis zu meinen Freunden unters Dach. Wollen wir doch gleich nach ihnen sehen? Durchs Fenster? Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Und diejenigen unter euch, die ein bisschen mehr haben, dürfen denen etwas geben, die ein bisschen weniger haben. Ja, jetzt geht's los, ihr Lieben. Hallo, mein Name ist Santiago Ziesmer und ich bin ein Schauspieler und Synchronsprecher aus Berlin. Vielleicht hat der ein oder andere ja schon einmal meine Stimme gehört. Und die Jüngeren haben eventuell noch die Stimme des kleinen gelben Unterwasserschwamms SpongeBob Schwammkopf im Ohr. Ich möchte nun etwas zeigen. Und zwar habe ich eine kleine verrückte Sache verhüllt an unseren gemeinschaftlichen Hausweihnachtsbaum gehängt. Na, was könnte das wohl sein? Antwort A, eine kleine Nascherei. Antwort B, ein kleiner Kosmetikartikel. Oder Antwort C, ein kleiner Glücksbringer. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Anlass meiner Mitwirkung. Ich möchte eine gemeinnützige Einrichtung vorstellen, die großartige Arbeit leistet, den Kinderschutzengel e.V. in Berlin. Mit dem wunderbaren Motto, helfen verleiht Flügel. Schwer und chronisch kranke sowie behinderte Kinder und Jugendliche werden zum Beispiel mit Therapiebegleithunden besucht. Und jeweils zu Ostern, Halloween, Nikolaus und zu Weihnachten werden Besucher auf den Kinderstationen von großen Kliniken in Berlin und auch Brandenburg mit Geschenken und Bescherung gemacht. Das ist unbedingt unterstützenswert. So, und jetzt will ich doch mal gucken, was meine Nachbarin an den Weihnachtsbaum gehängt hat. Ah, das ist die liebe Fee Franziska. Ah, ja. Ui, das ist aber schwer zu erkennen. Vielleicht ist es ja ein kleines Fläschchen mit Feenstaub. Nun, das wird sich herausstellen. Also, ich möchte alle lieben Menschen dazu aufrufen, eine kleine oder auch größere Spende an die wirklich großartige Einrichtung Kinderschutzengel e.V. zu überweisen. Ich bedanke mich als Botschafter dieser Organisation und verabschiede mich mit ganz herzlichen Grüßen. Und bitte, bleibt gesund. Oh ja, Santiago, das wäre schön, wenn man Feenstaub in kleine Fläschchen füllen könnte. Dann könnte man sie ja in die ganze Welt verschicken und überall ein bisschen Licht verteilen und Wünsche erfüllen. Das wäre doch was. Wobei, es gibt ja Menschen, die für Lichtblicke sorgen, nämlich mit ihrem Engagement und ihrer wertvollen Arbeit, so ganz real, ohne Hokuspokus. Ich bin Franziska Reichenbacher. Willkommen in meinem kleinen Salon hier in unserer kleinen Künstler-Weihnachts-WG mit einem Baum, der wirklich durchs ganze Haus geht. Wo ist denn jetzt mein Anhänger? Ah, da hängt er ja. Und da hinten? Wunderbar, da steht ja der Fernseher. Da muss ich ja am nächsten Samstag um 7:45 mal schnell rein, im ersten, die 6 Richtigen, das Glück verteilen und so. Heute möchte ich Ihnen aber einen Ort im Münchner Norden vorstellen, an dem mit aller Kraft den Kindern, Jugendlichen und Familien geholfen wird, die einfach mehr Unterstützung brauchen. Die Einrichtung Lichtblick Hasenbergl in München. Rund 200 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden dort gefördert und betreut. Und diese Angebote sind auch absolut notwendig. Denn alle diese Kinder wachsen in sozial benachteiligten Familien auf. Ihr Alltag ist geprägt von den oft großen finanziellen Sorgen der Eltern, von beengten Wohnverhältnissen. Manche haben auch körperlich oder psychisch beeinträchtigte Eltern. Manche Kinder sind selbst krank
Oder sie haben auch Probleme in der Schule. Im Lichtblick Hasenbergl gibt es Hilfe und Perspektiven. Jeden Tag ein gesundes Mittagessen, Sozialtraining, sinnvolle Freizeitangebote und intensive Lernförderung. Ja, richtige Nachhilfestunden, die Kinder jetzt, gerade in dieser Zeit, besonders dringend brauchen. Da ist einfach ganz großer Bedarf. Und deshalb bitte ich Sie genau dafür um Spenden. Denn um diesen Nachhilfeunterricht ausreichend anbieten zu können, braucht die Einrichtung dringend zusätzliche Mittel, also Spenden. Jede Spende, Ihre Spende, geht ganz konkret in die Lernförderung der Kinder. Also beste Investition. Spenden ist immer auch ein bisschen wie Feenstaub verteilen. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Spende für die Kinder. Es ist also gar nicht so schwer, ein bisschen gute Fee zu sein. Apropos Feenstaub, apropos Anhänger. Mein Baumschmuck ist was ganz Hoppeliges. Was schätzen Sie, was das ist? Zur Auflösung und zum Spenden geht es hier entlang. Martin? Martin, bist du mit dem Nähen fertig geworden? Herzlich willkommen. Ich bin Martin aus, das verrate ich noch nicht. Hauptberuflich bin ich Chauffeur und Geschäftsführer eines Limousinenunternehmens. Aber ihr kennt mich von wo ganz anders her. Ich sag nur LOL von und mit Michael Bulli-Herwig. Mein Name ist Martin Sieber. Ich lebe täglich nach dem Motto, ich finde immer einen Grund zum Lachen. Und darum ist mein Weihnachtsbaumanhänger für diese Aktion auch ein echter Lacher. Aber mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit und eine sehr große Ehre, bei dieser Aktion Pate für Artists for Kids sein zu dürfen. Ich freue mich, eine Einrichtung unterstützen zu dürfen, die schnell, flexibel und unbürokratisch Kindern, Jugendlichen und Familien unter die Arme greift. Das ist genau so, wie ich es mag. Schlicht und einfach auf einem kurzen Dienstweg. Jugendliche, die beispielsweise mit Mobbing und sozialen Ängsten zu kämpfen haben, brauchen Wertschätzung, sie brauchen Perspektiven und Ziele. Ich finde es so genial, dass es dort ein Schulprojekt gibt, bei dem Jugendliche den Schulabschluss nachholen können. Und der ist quasi garantiert. Die Erfolgsquote liegt bei rund 100%. Die Jugendlichen fahren unter anderem auf Lernfreizeiten ins Allgäu. Dort starten sie schöne gemeinsame Aktionen wie gemeinsames Kochen, Theateraufführungen und Ausflüge in die Natur. Liebe Freunde, spenden Sie einfach, was Sie möchten und können. Artists for Kids und ich würden uns sehr, sehr darüber freuen. Und jetzt schaue ich mal ganz kurz zu meiner Nachbarin. Was können die an dem Baum gehängt haben? Ah, sie ist ein bayerisch Sterndl. Die kann vielleicht ein Wiesenherzl zurückhängen können. Na, ihr seht es aber gleich. Also, ich bitte um eure Unterstützung. Bleibt gesund und frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 2022. Euer Martin. Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist Uschi Dämmrich von Luttitz. Ich bin Moderatorin, Diplompsychologin, Autorin und Projektpartnerin für Missio, das internationale katholische Missionswerk. So manches zum Helfen liegt aber oft auch direkt vor unserer Haustür. Und so fahre ich auf dem Weg nach München an Aying vorbei. Dort finden 25 Kinder ab 3 Jahren einen sicheren und wohlbehüteten neuen Platz im Leben. Eine 100 Jahre alte Jugendstilvilla wurde vor dem Zerfall gerettet und ein Anbau bietet nun den Kindern nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern ein Zuhause. Die Rede ist vom Clemens Maria Kinderheim und seinem Haus St. Anna in Aying in Oberbayern. Im großen Garten wäre Platz für einen Sandkasten, den sich diese Kinder
sehnlichst wünschen. Was sind das für Kinder? Es sind Kinder, die nicht bei ihren Eltern groß werden können. Kinder, die wegen trauriger Erfahrungen in ihrem frühen Kindesleben nun beim Lernen und in ihren sozialen Fähigkeiten besonders gefördert werden müssen. Hier fühlen sich die Kinder geborgen, sind eingebettet ins dörfliche Leben und können persönliche Stärken entfalten. Für Extras wie einen Sandkasten fehlt leider das Geld. Und welches Kind liebt es nicht, im Sandkasten zu spielen? Burgen bauen, Löcher graben, Eisdiele spielen, Matsch machen, Murmelberge errichten. Alles so herrlich. Hoffen wir, dass es was wird mit dem Sandkasten. Spenden Sie also bitte bei dieser Aktion von Schätzen und Spenden direkt an das Clemens-Maria-Kinderheim. Und mein Christbaumanhänger hat mit Sand zu tun. Wenn man ihn sich ans Ohr hält, hört man sogar manchmal das Meer rauschen. Also raten Sie. Jetzt schaue ich mal kurz rüber zu Elfi. Als Kinderbuchautorin erfindet sie ja sagenhafte Figuren, die allerlei brauchen. Hallo, ich bin die Elfi. Elfi Donnelly, die an vielen Orten auf der Welt daheim ist, aber in letzter Zeit in Salzburg. Es kann gut sein, dass ihr mich nicht kennt. Ich bin nämlich nur ein bisschen berühmt, weil ich ziemlich schüchtern bin. Deswegen verstecke ich mich gerne hinter zwei richtig berühmten Wesen, die ich mir ausgedacht habe. Nämlich hinter einem großen, grauen, sprechenden Rüsseltier und hinter einem Mädchen mit Hexenkräften. Habt ihr erraten, wen ich meine? Genau, Benjamin Blümchen. Törö. Und Bibi Blocksberg. Hex, Hex. Ich habe vorhin ein Päckchen ganz oben in die Zweige des Weihnachtsbaums gehängt. Dazu musste ich mit einer wackeligen Leiter auf Benjamins Rücken klettern. Und das, wo ich doch Höhenangst habe. Bibi hat gelacht und gerufen, trau dich, Elfi, trau dich, so wie die Kinder im Kolibri. Kolibri? Das ist doch diese tolle Initiative für Kinder, die oft eine gefährliche Reise voller Entbehrungen hinter sich haben. Kinder, die sich fremd bei uns fühlen, weil sie eine andere Sprache sprechen und vielleicht weil sie anders aussehen. Die keine Zuversicht mehr haben und denken, sie würden niemals dazugehören. Wäre dann nicht das Projekt Trau dich? Der stetig wachsende Kolibri-Verein von Menschen mit Herz sorgt seit 20 Jahren unermüdlich dafür, dass eine mutlose, bunte Kinderschar ihr Selbstbewusstsein wiederfindet. Und bei Trau dich Unglaubliches wagt, nämlich im Zirkus zu spielen. Akrobatik, Gesang, Clownerien, Zauberkunststücke. Hier dürfen die Kinder über Sprach- und Kulturgrenzen ihre Talente präsentieren. Und das tun sie mit Begeisterung. Und schwupps, überwinden sie auch ihre Ängste. So, und jetzt schauen wir mal, wer da gerade etwas an den Weihnachtsbaum hängt. Aha! Beinahe hätte ich etwas Wichtiges vergessen. Damit die Kinder auch weiterhin ihren Zirkus machen können. Der Zirkus ist übrigens nur eines von vielen Projekten, die Kolibri auf den Weg bringt. Sollten wir alle diese Initiative kräftig unterstützen. Ja, auch mit Spenden. Was ich selbst, Benjamin und Bibi natürlich auch machen. Ach, und ich bin und bleibe jetzt auch eine Kolibri-Botschafterin. Tschüss, bleibt gesund und fröhliche Weihnachten. Hex, Hex und Törö. Hohoho, danke euch allen. Ein Zimmer war noch leer. Wir werden sehen, wer da noch dazukommt. Der Schneesturm wird sie zu mir führen. Ja, jetzt geht's los, ihr Lieben. Ihr findet die Künstler und natürlich ihre Auflösungen zum Ratespiel auf schätzen-spenden.de. Direkt daneben die Kontoverbindungen aller beteiligten, begünstigten Organisationen für eure Spenden, die dort 1:1 ankommen. Danke schon jetzt und eine gute, gesunde Weihnachtszeit. Euer Nico
Laus.